I want control, you want control. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows. And you got a glow. Yo, moin Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Auf jeden Fall, ja, ich werde demnächst ein Setup-Video machen. Dazu mehr, deswegen zeige ich noch nicht viel, aber ein kleiner Sneak Peek ist Bescheid. Ja, auf jeden Fall, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, deswegen werde ich mir erstmal ein bisschen was zu Food machen. Und dann werde ich mit euch darüber sprechen, ja, wie das Ganze mit der Glatze tatsächlich angekommen ist. Junge, ich kann tatsächlich nicht aussagen, wie das Ganze tatsächlich mit der Glatze angekommen ist. Jetzt ist natürlich inzwischen mein Kopf nicht mehr so ganz kahl. Die Haare sind schon ein bisschen gewachsen. Wieso kann ich heute nicht sprechen? What the fuck? Und ich werde euch in diesem Video erzählen, dass ja, ich diverse Anfragen bekommen habe von TV-Kanälen, TV-Sendern, die eben ein paar Clips von meinem Video eben verwenden wollen, um zu zeigen, was für ja, verrückte Ideen man tatsächlich in der Quarantänezeit haben kann. Ich werde euch auch gleich den RTL-Clip zeigen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass die mich gar nicht gefragt haben, ob die den Clip überhaupt benutzen dürfen. Und da muss ich an sich zugeben, das hat mich gewundert, weil RTL ist eigentlich schon so ein Sender, der sehr bekannt in Deutschland ist, sehr groß und von dem man eigentlich schon hätte erwarten können, dass sie sich ein bisschen Mühe geben. Aber nichtsdestotrotz, ich werde jetzt nicht irgendwie Stress oder sowas machen. Also im Endeffekt haben sie sich revanchiert, indem sie mich verlinkt haben und sie haben natürlich ein bisschen Promo für mich gemacht. Mein Video hat jetzt inzwischen auch schon 2.500 Aufrufe, also geht eigentlich fit, würde ich sagen. By the way, Leute, für die Streams demnächst, ihr seht mich gleich wieder, hier bin ich. Ja, aber für die zukünftigen Streams wird es auch so sein, dass ich diverse Challenges mache. Ich habe dazu ein kleines Video hochgeladen, was ich aber jetzt wieder auf nicht gelistet gestellt habe, weil ich wollte das nochmal im vernünftigen Vlog eben ansprechen. Es ist nämlich so, dass für die zukünftigen Streams ich immer eine Challenge machen werde. Das wird eben folgendermaßen ablaufen, und zwar, dass ich für jeden Euro eine bestimmte Sache machen muss. Das heißt, wenn jemand einen Euro spendet, dann muss ich eine Liegestütz machen. Wenn eine Woche wieder vorbei ist, dann startet eine nächste Challenge. Wenn eine Woche vorbei ist, dann startet die nächste Challenge. Und zwar muss ich dann, keine Ahnung, ein Sit-Up machen oder so. Das Ganze kann sich aber natürlich auch verdoppeln, vervierfachen, verfünffachen, verzehnfachen, etc. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel pro Euro 5 Liegestütze mache und jemand haut eine 5-Euro-Donation raus, dann muss ich insgesamt 25 Liegestütze machen, was natürlich dann gar nicht mal mehr so wenige sind. Ich will das Ganze machen, weil ich finde, dass man so eine Donation, ich will das Ganze machen nicht um zu baiten, nicht um Donations zu bekommen, weil ich meine, im Endeffekt schaue ich mir Videos an oder spiele einfach und ihr schaut zu und ihr fühlt euch zwar unterhalten, aber ich finde, da muss man jetzt nicht wirklich groß donaten. Deswegen mache ich das nur, damit ich halt einfach eine Donation viel mehr schätzen kann, also im Stream auch viel mehr geschätzt wird, damit auch mehr Leute es auf längere Dauer auch mitbekommen, weil natürlich eine Liegestütze oder mehrere Liegestützen dauern natürlich länger, als einfach nur einmal Danke zu sagen. Deshalb werde ich das auf jeden Fall so machen und ich überlege, was ich mir zu essen mache, weil ich habe fucking Hunger, Junge. Wisst ihr, was mich am allermeisten abfuckt? Ich sitze for real, gefühlt, weiß nicht, momentan schon 3-4 Stunden am PC. Ohne irgendwas zu machen, okay? Ohne irgendwas zu machen. Das heißt, ich gehe ans Handy, dann, keine Ahnung, öffne ich vielleicht mal ein Spiel, schließe aber nach 2 Sekunden wieder und habe halt währenddessen die ganze Zeit einen Twitch-Stream offen, um einen fucking Drop zu bekommen für Valorant. Und ich bekomme immer noch. Es ist so krass, mein PC läuft seit 4 Tagen durch. Ich kriege kein Valorant-Key. Kriege ich wirklich die Krise, Junge. Eine Krise. Was soll man dazu schon Großes sagen? Leute, was macht man sich in der typischen Corona-Zeit zum Essen? Nudeln. Geil. Die Vollkornnudeln sind am Start. Leute, soll ich euch mal ganz kurz zeigen, ja, wie viel Pasta wir zu Hause haben? Junge, was ist das? Warte mal ganz kurz, ich muss kurz umklappen, dann seht ihr ja gar nichts. Ja, das ist tatsächlich unser Pasta-Schrank. Also wir haben hier oben ziemlich viel. Das Ding ist, da hinten, also das ist wahrscheinlich eher Reis, aber da hinten ist eben auch noch Pasta. Ja, und die ganzen Soßen, dazu brauche ich gar nicht sagen. Let's go. Ich weiß ja nicht, zu welcher Kategorie ihr gehört, aber ich persönlich kann nicht so gut kochen. Deswegen habe ich ein
meine Freundin. Nein, mach nur Spaß, Leute, mach nur Spaß. Meine Freundin kann auch putzen. So, jetzt kann ich einmal anfangen, über das TV-Zeug so ein bisschen zu reden, weil jetzt habe ich das schon unnötig in die Länge gezogen. Und zwar schaut es so aus, dass, ja, wie gesagt, einmal RTL mich gezeigt hat und von den österreichischen Sendern tatsächlich auch ein Sender dabei war, der zwar ein Privatsender ist, nämlich Servus TV. Die meinten, die werden mir auch den Clip noch zukommen lassen. Die zwei kann ich euch eben zeigen. Servus TV, ich weiß nicht, also den habe ich jetzt leider noch nicht parat, aber den von RTL logischerweise, weil der, also da wurde ich schon ausgestrahlt und Servus TV vermutlich jetzt die Tage, ich weiß nicht ganz genau wann, aber sobald er hochgeladen wird, zeige ich das wahrscheinlich auch auf Instagram oder auf Twitter, deswegen folgt mir auf jeden Fall auf beiden Social Media Plattformen. Und ja, da würde ich sagen, ich spiele ganz kurz den Clip von RTL jetzt ein. Für Männer gibt es aber noch eine radikalere Lösung, eine Glatze. Alvi bekommt die von seiner Schwester Marie verpasst. Nach nur wenigen Minuten. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich das Endergebnis. Junge, hast gut gemacht. Ist nicht wirklich lang gewesen, ist ein kurz und knackiger Clip. Aber ich glaube, wenn man YouTuber ist, ist irgendwo schon der Traum, irgendwann mal im Fernsehen zu sein, weil ich meine, YouTube vom Film und Fernsehen nicht wirklich weit entfernt ist. Als YouTuber macht man in der Regel einfach nur kürzere Videos, die nicht unbedingt länger als maximal 20 Minuten lang sind. Und wenn man dann mal im Fernsehen ist, ist es natürlich schon was Besonderes. Ihr müsst euch vorstellen, meine Schwester hat dann irgendwie diverse WhatsApp-Nachrichten eben zugesendet bekommen, dass sie scheinbar bei SternTV im Fernsehen ist. Und ich so, hä? Wieso bist du im Fernsehen und ich nicht, Junge? Schau dir mal da. Scheinbar war ich dann auch mit dabei. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, und letzten Endes war das dann eben mein Clip von dem Video, das ich hochgeladen habe, zusammen mit meiner Schwester, wo sie mir halt eben die Haare abrasiert. Das Krasse ist nur, ihr müsst euch mal denken, RTL war schon ziemlich, ziemlich schnell, weil mein Video war zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade mal 2 Tage online. Und die haben das so schnell gefunden, das ist schon echt krass. Also entweder das wurde von YouTube gut gelistet, was ich aber jetzt auch nicht wirklich glaube, weil so viele Klicks hat es dafür nicht. Aber die haben sich da schon Mühe gegeben, weil es wurden insgesamt 3 YouTuber gezeigt. Einmal Lukas Galgenmüller, mit dem habe ich auch schon auf Instagram geschrieben. Das ist so ein Bodybuilder, aber der macht hauptsächlich eher Instagram statt YouTube. Der ist auch sehr aktiv auf YouTube, aber noch aktiver tatsächlich auf Instagram. Und dann gab es noch einen YouTuber, der ist ziemlich groß sogar. Ich weiß noch nicht, wie der genau heißt jetzt ehrlich gesagt. Aber ich war auf alle Fälle der kleinste YouTuber von den 3. Aber ja, Leute, das war es eigentlich so das, was ich sagen wollte. Ich weiß, ich fasse mir so oft über die Glatze, weil ich muss schon sagen, es ist satisfying as fuck. Vor allem, wenn man gerade eben geduscht hat und die Haare, die sind sofort trocken. Ich meine, du nimmst das Handtuch, das bringt nichts mehr. Die Haare sind trocken. Ich meine, du greifst nach dem, die sind schon trocken. Ja, das war's aber dann auch schon mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lasse mir jetzt noch die Nudels schmecken. Lass auf jeden Fall ein Like da. Falls euch das ganze Video gefallen hat. Ihr könnt natürlich noch auf dem Kanal subscriben, falls ja, ihr solchen Content auch feiert. 19 Uhr, immer live auf Twitch, ihr wisst Bescheid, ist nicht unnötig, immer im Intro. Und genau, würde ich sagen, Kuss geht raus, haut rein, pa! Ich wollte so ein geiles Outro machen mit der Glatze, aber irgendwie ist mir das nicht so gelungen, oder? I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows. And you gotta glow. I gotta go. I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast. So it doesn't fall down like